So. Das geht eh nicht aus, weil das mache ich hier auf der Seite. Ich bin jetzt in der Maske. Heidi gibt einfach alles, okay? Aber nicht zu hübsch. Weil ich bin eigentlich Handwerker, weißt du? Und dann denken die, der hat nichts drauf. Heidi kommt aus Pforzheim. Aus der Nähe von. Ja, Pforzheim ist. Wusstest du, dass Pforzheim zur hässlichsten Stadt Deutschland gewählt wurde? Nein. Wirklich? Wann denn? Von wem? Das ist Ding Fokus war das, glaube ich. Hässlichste Stadt Deutschlands. Glaube ich nicht. Ja. Echt ohne Spaß. Glaube ich nicht. Ja. Da würden anscheinend die Stuttgarter werden dorthin fahren, um ihren Müll abzuladen. Ach Quatsch. So hässlich wäre das. Ach Quatsch. Oh Mann. Aber Bruchsal ist auch hässlich. Kennst du Bruchsal? Ja. Boah, die machen eben Kopf an Kopf rennen mit Pforzheim. Nee, hat meine Mutter gewohnt mal und da ist die Autobahn dahin ist immer schrecklich. Ja. Da ist immer Stau. Also Heidi, es schauen gerade Millionen von Menschen zu. Ich kriege jetzt richtig einen Hate aus Bruchsal und aus Pforzheim, gell? Ja. So, Heidi. Ich kriege nicht. Heidi, willst du was zu deinen Produkten sagen? Nein. Wir sind ja beim Influencen jetzt. Nein. Nicht? Also ich habe da der Heidi Schokocreme mitgebracht. Wie nennt sich das eigentlich? Guck mal, das habe ich selber mitgebracht. Schokocreme. Und wie nennt sich das Produkt? Nennt sich das kein Concealer, gell? Nee, was ist das? Du lachst nicht. Keine Ahnung. Fluid nennt sich das. Ich habe davon keine Ahnung, weil ich habe mich bis vor kurzem... Ein Fluid mit Farbpigment. Bis vor kurzem war ich noch unter der Haube, da habe ich nicht geschminkt. Ja, aber seit kurzem schminke ich mich. Weil? Weil ich mich dann einfach wohler fühle. Keine Ahnung. Mein Gott, das war mir früher sowas von egal. Das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Kennst du das auch? Nein. Kennst du es nicht? Nein. Okay. Schon, du hast schon immer geschminkt? Ja. Weißt du, was das Problem momentan ist? Ich hatte seit 16 Jahren kein Date. Ja. Ja, und ich traue mich nicht. Weil, guck mal, als du vor 16 Jahren Menschen kennengelernt hast, dann hast du irgendwo kennengelernt, auf der Straße oder irgendwo. Und heute lernst du die Menschen über Instagram und Facebook und was weiß ich kennen. Und da gibt es so diese Face-Apps. Kennst du die? Natürlich. Genau, diese Face-Apps und diese Filter. Dann weißt du halt, da hast du voll Angst, dass was ganz anderes auf dich zukommt. Ja. Das traust dich gar nicht mehr. Deswegen sollte man ja auch privat sich in Kontakt setzen, also ja. Telefonisch ja. Und auch weißt du, virtuell. Weißt du, was mein Traum wäre, eine Frau kennenzulernen, und zwar, wenn ich in der Gemüseabteilung bin. Beim Schminken? Nein, nicht beim Schminken, weil in der Gemüseabteilung. Stell mal vor, ich gehe jetzt in eine Rewe, ich lang gerade zum Bio-Gemüse, wollte gerade die Paprika anfassen, und dann kommt eine andere Hand und sagt, ich wollte sie haben. Und dann schauen wir uns an und sagen, boah, krass. Wäre das was? Das wäre so ein Traum, weißt du, nicht über Instagram, Facebook. So wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, wenn ich mal einen kennenlerne, dann muss mir schon quasi vor die Nase fahren oder vor das Auto fahren, damit ich ihn überfahre. Ja. Sonst passiert da nichts. Wirklich, es ist. Ich habe mir jetzt vor lauter Trauer habe ich mir ein Ding geholt, drei Hühner geholt. Ich bin jetzt Hühnerbauer. Kein Spaß. Okay. Ich bin gerade in so einer Midlife-Crisis. Ich bin jetzt im Hühnerstall. Ja. Jetzt bin ich vielleicht. Die Haare geschnitten. Die Haare, ist das aufgefallen? Ja, man zieht hier die. Wenn du noch Resthaare hast, okay, habe ich gestern gemacht. Ich habe heute Morgen auch noch vier Hemden gebügelt, bis ich gemerkt habe, dass die beim SWR die Hemden bügeln. Ja, ja, wir haben hier Garderobe, wir haben alles. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich war schon mal hier. Wegen? Was war es damals? Ich habe eine eigene TV-Sendung. Kennst du nicht? Nein. Murat dreht am Rad? Kennst du es echt nicht? Nein. Ohne Witz, die ist für den Deutschen Filmpreis nominiert. Kenn ich nicht. Ja. Aber irgendwann wirst du mal sich an mich erinnern und wirst sagen, krass, der war bei mir und hat sich schminken lassen. Und hat seine, Servus, hat seine eigene Schminke mitgebracht. Jetzt kennst du es echt nicht, Murat dreht am Rad. Du denkst, ich verarsche dich, aber es ist wirklich... Thomas, kennst du das? Thomas, kennst du Murat dreht am Rad? Bitte was? Die TV-Sendung Murat dreht am Rad. Die Megasendung. Ist das nicht dein Ernst, oder? Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Das ist die geilste TV-Sendung im deutschen Fernsehen. Für den Filmpreis nominiert. SWR, ARD Mediathek. Was für ein Filmpreis, bitte? Der Ding, bester Schauspieler. Neben der Schauspieler. Das ist kein Filmpreis. Beste weibliche Rolle. Das ist kein Filmpreis. Dann musst du schon beim hessischen Filmpreis auch auftreten. Ich krieg die goldene Henne. Das ist schon MDR. Das hat mit dir gar nichts. Ich will sie alle haben. Das ist mir scheiße. Das ist die geilste Sendung, die es gibt. Thomas, ohne Witz, eine richtig coole Sendung. Ich bekomme da von Menschen Schrott zugeschickt und muss auch scheiße Gold machen. Ah, okay. Und das haben wir auch hingekriegt. Das klingt gut. Wirklich, ist wirklich. Ist die scheiße ganze... Gold machen. Ja. Das kann nur ein Schwab sagen. Ja, das ist, ja, so ist es. Ja. Thomas, wir sind... Kopf nach oben, bitte. Hier. Aber nicht... Wo nicht... wird das produziert? In Baden-Baden? Direkt in meiner Garage. Oder in meiner Ex-Garage. Früher war es noch meine Garage. Jetzt ist es nicht mehr meine Garage. Schau, bitte.
Ich erzähle dir mal die Geschichte, Thomas. Das hast du gar nicht gedacht, gell? Dass ich, aber ich bin der Nummer 1 Handwerker in Deutschland. Ich mache dir aus dem Kaugummi einen Bleistift, mache ich dir eine Bombe. Oh Mama mia. Oh mein Gott. Das darf ich öffentlich-rechtlichen nicht sagen. Nee, aber wir dürfen es bei Instagram sagen. Jetzt schauen gerade Millionen von Menschen zu. Ja. Und sagen, auch öffentlich. Der lässt sich schminken. Wenn es meine Mutter sieht, die dreht total am Rad. Ja. Dann dreht Murats Mama am Rad. Der lässt sich schminken. Die entehrt mich wahrscheinlich. Und dann? Und dann gibt es auch keinen Filmpreis. Da gibt es auch keinen Filmpreis. Mehr. Dann hast du gelitten. Und wann? Wann läuft das? Die Augen schließen, bitte. Augen schließen. Ja, sind schon mal Cola im Auge. Samstags Mittag, also 3:30 gelaufen. Achso, Samstags Mittag. Du als Profi, was sagst du zu meiner Haut? Ich? Ja. Gepflegt? Ja. Würdest du sagen gepflegt? Nicht auffällig. Ja, ich nehme WD-40. Was für ein Ding? WD-40. Das ist so eine Creme für den ganzen Körper. WD. Ja, damit kannst du auch die Türschnallen kannst damit einschmieren. Oh, bitte. Ja. Oh. Kennst du es nicht, WD-40? Nein. Das ist eine Creme für den Mann. Und zwar für den ganzen Körper. Da gibt es keine T-Zone, D-Zone, B-Zone. Das gibt's nicht. Noch keine Z-Zone. Ja. Und du schminkst mich einfach nur, weil du mich auch schminken musst, gell? Nein. Musst du mich schminken? Weil das mein Beruf ist und weil ich es gerne mache. Echt? Ja. Das ist so ein schöner Beruf. Ja. Menschen aufzuhübschen. Aufhübschen? Oh, jetzt ist Licht angegangen. Ja. Thomas, du hast die ganze Romantik rausgenommen, weißt du? Das war so schön. Ach so, soll ich wieder aus? Ja, das wäre echt toll. Wir waren da gerade in einem ganz romantischen Gespräch. So, jetzt gebe ich dir ein bisschen Carmex. Kennst du Carmex? Was ist Carmex? Wenn es irgendwas pervers mit Tieren ist, mach's nicht. Na. Was ist das? Eine Lippenpflege. Oh, cool. Mit Menthol. Oh, cool. Mhm. So. Schön verteilen. Carmex heißt es. Carmex. Echt? Das hört sich an, als würde man das Auto schmieren. So? Jawohl. Okay. Du spürst gleich, wie es kribbelt. Ja. Die Augenbrauen sind auch. Passt. Gezupft. Gezupft, ja. Aber ich habe es nicht gemacht. Das hat der Friseur gestern gemacht. Denke ich mir. Mein Gott, was ich alles machen muss, das gibt's doch nicht. Früher musste ich das alles nicht. Hier, dann machen wir noch ein bisschen Produkt hin, gell? Ja, mach noch ein bisschen Produkt hin. Was für ein Produkt nimmst du? Eine Matte Paste. Matte Paste? Kann man eigentlich für solche Sachen keine deutschen Begriffe nehmen? Was, Matte Paste? Paste ist das Gleiche. Ja, Schlammmaske. Matt. Achso, mattieren. Achso, okay, mattieren. Damit es nicht glänzt. Also, du machst das ja voll professionell. Jetzt ohne Spaß, so war ich nicht mal auf meiner Hochzeit geschminkt wie jetzt gerade. Ja, da hast du falsche Profi-Code oder überhaupt keinen. Wir hatten kein Geld. Ja, super. Wir haben in der Turnhalle geheiratet und wir sind unter dem Basketballkorb durchgelaufen. Du lachst klar, aber das war wirklich so. Das war schwäbisch. Na, ich bin, wie gesagt, ich kenne mich aus mit dem Schwäbischen. Wir haben an einem Montag geheiratet, weil Sonntag so teuer war. Aber und dann sind auch weniger Leute gekommen, dann mussten wir weniger Essen bestellen. Ja, ja. So schwäbisch waren wir, wirklich. Und der Schwab sagt, ja, komm her, geh fort. Ja. Je weniger, desto weniger esse. Ja, so genau so ist es. So, fertig, junger Mann. Unglaublich. So. Aber guck mal, das ist jetzt ein bisschen extrem gemacht, weil die Kamera sehr viel schluckt. Kann es sein? Nein. Nicht? Nicht normal geschminkt. Okay. Wieso sehe ich aus wie Ramses, der Pharao? Weil du mir das gegeben hast, deine Schokoschminke hier. Echt? Aber ich fand die voll gut. Guck mal, das ist die vom DM, die Schokoschminke. Die habe ich mir geholt. Okay, alles klar. Ich bin jetzt geschminkt. Und gehe jetzt ins Nachtcafé, ich habe jetzt die Aufzeichnung, bin ein bisschen aufgeregt, meine Therapeutin hat die Dosis auch erhöht. Und ja, wir sehen uns später, drückt mir die Daumen, 22 Uhr am Freitag auf SWR, ein ganz, ganz toller Sender mit einem Millionenpublikum, weil es einer der erfolgreichsten Talksendungen im deutschen Fernsehen ist. Völlig seriös und ich freue mich jetzt auf Michael und wir sehen uns, okay? Macht's gut, euer Murat, bis dann, tschüss. Danke Heidi, du bist echt unglaublich. Du hast alles aus mir rausgeholt. Unglaublich. Ja. Tschüss. Ach so.